Hallo und herzlich willkommen zurück zu Geheimakte 2. Aufgrund, dass ich das hier im Vollbild mit Breitbild ausnutzen spiele, konnte man im nächsten Bild, wo wir gleich hingehen, den Pappbecher nicht sehen. Aber er liegt ziemlich offensichtlich rum, deswegen wird es kein Problem sein für euch, den zu finden. Boah, ey, in dem leeren Pappbecher ist voll der lange Riss, ey. Ich wickle die Alufolie formschön um den Pappbecher und schon habe ich einen mit Alufolie umwickelten Pappbecher. Faszinierend. Ich habe mir ein wenig Erde ausgeliehen und damit das Stoffsäckchen gefüllt. Ich hoffe, der Herr Maulwurf wird mir verzeihen. Bestimmt. Es muss dringend mal was gegen den Schilderwald auf französischen Baustellen getan werden. Tauschen wir die Schilder einfach mal um, weil wir es können. Kann ich noch mal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Sie suchen also so Klar, ja, das haben wonach, wir ja schon. aber... Keine. Oh, der Geländewagen, der da vorne auf dem Parkplatz steht, gehört er Ihnen? Ja, wieso? Och, nur so. Aha. Ich überlasse Sie dann wieder Ihrer Arbeit. Okay. Wir sollten vielleicht das andere Schild erst noch anbringen. Kann ich noch mal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Ihr Auto. Ja, was ist damit? Steht es da nicht etwas ungünstig? Wieso? Könnte doch leicht passieren, dass es von einem Steinschlag getroffen wird. Steinschlag? Ja, da steht doch ein Vorsicht-Steinschlagschild direkt neben der Felswand. Echt? Habe ich noch gar nicht gesehen. Das Schild muss neu sein. Kann ja sein, aber sollten Sie Ihr Auto nicht trotzdem lieber wegfahren? Och, laut Horoskop habe ich heute meinen Glückstag. Da wird schon nichts passieren. Alles klar. Der gute Kollege möchte nicht. Nehmen wir uns noch ein paar Glückskekse. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Doch lieber einen anderen Glückskeks? Ich lege meinen alten mal zurück und nehme mir einen neuen. Ein guter Weg, an eine der Lebensweisheiten zu kommen, ohne diesen widerlichen Keks essen zu müssen. Willst du einen neuen Zettel? Der Ja. Zettel aus dem Glückskeks. Darauf steht: Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt, so beachte den Pfad der Hungrigen, auch wenn der trügerische Durst von oben kommt. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Wir machen die Schüssel noch leer. Ein guter Weg, an eine der Lebensweisheiten zu kommen. Der Zettel aus dem Glückskeks. Darauf steht: Wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Ein guter Weg, an eine der Lebensweisheiten zu kommen, ohne diesen widerlichen Keks essen zu müssen. Der Zettel aus dem Glückskeks. Darauf steht: Pass auf, denn der große Zeiger folgt dem Kleinen so lange ohne Unterlass, bis auch seine Zeit abgelaufen ist. Leer. Oh, wir haben alle. Das ist bitter. Ja. Aber wir haben die Wasserwaage. Genau. Folgen wir So, weiter der jetzt Spur. müsste der Laserpointer genau in die Richtung zeigen, in die auch der Arm zeigt. Mal schauen, wo er mich hinführt. Der wohl sauberste und... Da steht ein bisschen der Imbissstand im Weg. Er schläft im Stehen. Erstaunlich. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Was? Oh, hallo.
Ist wohl letzte Nacht etwas spät geworden, was? Entschuldigung, ich muss eingeschlafen sein. Ja, scheint so. Gehören Sie zur Baufirma? Ich? Nein, wieso? Hätte ja sein können, dass das Elend hier mal ein Ende hat. Was kann ich für Sie tun? Ich will ja nicht an Ihrem Geschäftsmodell zweifeln, aber lohnt es sich wirklich, hier einen Imbisswagen hinzustellen? Nein. Auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen die Frage jetzt vollkommen überflüssig erscheinen mag. Warum stehen Sie dann hier? Vor einigen Monaten wurde beschlossen, dass hier mit dem Bau eines neuen Freizeitparks begonnen werden soll. Daraufhin habe ich meine Beziehungen spielen lassen und einen Exklusivvertrag ausgehandelt. Ich sollte die Arbeiter vor Ort bewirten. Kein anderer durfte mir Konkurrenz machen. Eigentlich ein super Deal. Aber? Sehen Sie hier irgendwelche Arbeitermassen? Naja, von Massen zu sprechen wäre vermutlich leicht übertrieben. Ja, leicht. Was ist passiert? Die haben irgendeine seltene Pflanzenart entdeckt und daraufhin alle Bauarbeiten unterbrochen. Jetzt beraten Sie, wie es weitergehen soll. Aber das kann dauern. Lange dauern. Und warum sind Sie dann noch hier? Weil in meinem Vertrag steht, dass ich mich verpflichte, jeden der anwesenden Arbeiter zu verpflegen. Oder ihnen zumindest die Möglichkeit gebe, sich verpflegen zu können. Solange also dieser werte Herr Landvermesser noch da ist, muss ich auch bleiben. Sonst drohen Konventionalstrafen. Sie müssen für einen einzigen Arbeiter den ganzen Tag hier rumstehen? Das ist doch krank. Ja, sowas nennt sich Vertragsrecht. Dumm gelaufen für ihn. Ich sehe das also richtig. Sie müssen hier den ganzen Tag rumstehen für einen einzigen Arbeiter? Ja, ich komme in aller Herrgottsfrühe her und kann erst wieder weg, wenn der feine Herr Landvermesser sich am späten Nachmittag in seinen Geländewagen setzt, um sich in den Feierabend zu verabschieden. Herzliches Beileid. Danke. Was gibt's denn Leckeres zu essen? Nichts. Nichts? Das hier ist doch ein Imbiss, oder? Oder doch nicht? Vielleicht ein getarnter Stützpunkt der Triaden? Sehr witzig. Hier ist nur ein einziger Arbeiter und der bringt sich sein Essen selbst mit. Also wozu sollte ich da den Grill erst anmachen? Kauft doch sowieso keiner was. Okay, überzeugt. Und eigentlich mag ich auch gar kein chinesisches Essen. Würde es heute auch nicht geben. Okay, es gibt derzeit gar nichts. Aber wenn es was geben würde, dann würde es heute kein Chinesisch geben, sondern stinknormalen Imbissfraß. Unterhalten wir uns gerade darüber, was es geben würde, falls es etwas geben würde? Ich glaube schon. Okay, wechseln wir das Thema. Ich mag das Thema eigentlich. Ich entlasse Sie dann mal wieder ins Reich der Träume. Der Zettel aus dem, wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Das klingt doch gut. Entschuldigung? Was? Was? Entschuldigen Sie die Störung, aber gäbe es irgendwie die Möglichkeit, diese großartige Lebensweisheit wieder in einen Glückskeks zu kriegen? Klar, man muss einfach nur einen neuen Keks backen. Würden Sie das für mich tun? Na gut, ich habe ja eh nichts Besseres zu tun. Wir kriegen wenigstens einen frischen Glückskeks. Dankeschön, der werte Herr. Ein paar Minuten später. Vielen Dank. Ich habe hier einen ganz frisch gebackenen Glückskeks für Sie. Oh, das ist aber nett. Das hört sich gar nicht gut an. Alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Mein Horoskop hat mir eigentlich einen sorglosen Tag prognostiziert. Aber vermutlich sollte ich auf die Hinweise achten, die mir der Glückskeks gegeben hat. Sonst passiert am Ende doch noch ein Unglück. Die Lebensweisheit aus dem Glückskeks scheint ihn schwer zu beunruhigen. Geben wir ihm den letzten Stoß, würde ich sagen. Dieses Taschenmesser ist wirklich einmalig. Hoffentlich verliere ich es nicht. Wir wissen also jetzt schon, dass es beim nächsten Mal benutzen verlieren wird. Ja, sieht schon richtig aus, glaube ich. Wird keiner merken, dass das gefaked ist. Kann ich nochmal stören? Ich habe den starken Verdacht, dass Sie das durchaus hinbekommen werden. Dieser eine Glückskeks, den ich Ihnen gegeben hatte, der scheint Sie wirklich zu beunruhigen, oder? Ja, ein bisschen schon.
Dabei dachte ich eigentlich, mir könnte heute nichts mehr passieren. Und das hat sich jetzt geändert? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall muss ich ganz genau aufpassen. Wenn ich die Warnung ignoriere und auch noch das Unglück meines Nächsten nicht beachte, dann wird mich das Unheil heimsuchen. Hoffentlich verpasse ich die Zeichen nicht, die mir das Schicksal gibt. Ich möchte nicht drängeln, aber wenn ich Sie wäre, dann würde ich mir um mein Auto wirklich Sorgen machen. Sollte ich? Sie sollten. Das Schild Achtung Steinschlag, der schon etwas deformierte Wagen daneben. Und denken Sie an die Warnung aus dem Glückskeks. Wenn du sowohl die Warnung als auch das Unglück deines Nächsten ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Genau. Die Warnung ist das Warnschild. Und das Unglück deines Nächsten, könnte das eventuell der große Felsbrocken in dem Auto neben Ihrem sein? Sie haben recht. Womit Sie nun wieder recht haben. Ich werde den Wagen wohl besser woanders hinstellen. Gute Idee. Am besten möglichst weit weg. Und? Ist er jetzt in Sicherheit? Ja, ich hoffe schon. Vielen Dank, dass Sie mich vor dem drohenden Unheil gewarnt haben. Aber gerne doch. Meine völlig uneigennützige Hilfsbereitschaft ist mittlerweile legendär. So. Der Gute kann jetzt wegfahren. Buh. Oder wird bestimmt wegfahren. Was? Oh, bin ich schon wieder eingeschlafen? Könnte man fast meinen. Tut mir leid, was kann ich für Sie tun? Meinten Sie nicht, Sie würden hier so lange stehen müssen, bis der Landvermesser sich in den Feierabend verabschiedet hat? Ja, aber bis dahin wird es wohl noch etwas dauern. Ich weiß nicht. Sehen Sie sein Auto irgendwo? Oh, hat er schon Feierabend gemacht? Wäre seltsam, so früh. Das kann Ihnen doch eigentlich egal sein, oder? In der Tat. Warum soll ich nicht auch einfach mal Glück haben und dieses Glück einfach genießen? Sie entschuldigen mich bitte. Ich muss weg. Fünf Sekunden später. Schon erstaunlich. Egal wie träge jemand auch sein mag, sobald es um den Feierabend geht, bewegen sich alle plötzlich mit Überschallgeschwindigkeit. Kann mir aber auch egal sein. Hauptsache, der Imbisswagen ist jetzt nicht mehr im Weg und der Laserstrahl... Ja, der Laserstrahl. Wo ist der hin? Oh, ich würde sagen, erstmal steht die Infotafel hier im Weg. Was sich wohl aber hinter der Klappe befinden mag, die bekomme ich nicht auf. Der Deckel ist festgeschraubt. Dass unser Laserstrahl jetzt kaputt oder ausgeht, ist natürlich auch blöd. Wollen wir mal schauen, was sich hinter der Klappe verbirgt. Batterien. Nicht überwältigend, aber immerhin besser als nichts. Man konnte mal auf einen Knopf drücken und bekam dann Informationen über Gatineau. Aber das war früher, bevor die Batterien geklaut wurden. Was wir natürlich nicht gemacht haben. Ich meine, wer klaut denn bitte Batterien? Hoffentlich passen die. Gute Idee. Vielleicht sind einfach nur die Batterien leer. Sowas ist mir bei einer Kamera schon mal passiert. Ich erinnere mich. Na, wir haben wieder unseren Laserstrahl. Aber die Infotafel ist im Weg. Bevor wir das Problem allerdings lösen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!